So, mein erster Besuch in so einem Moskitonetz ist so eine riesen Kakerlake. Was versuchst du da? Super, hab ich dabei. Versuchst du zu schlafen? Versuchst du zu schlafen? Gute Nacht. Müdigkeit der Reisen hinter der Spuren. Alle Teammitglieder sind platt, alle schlafen. Aber es ist 35 Grad. Unsere Rücken kann schon nicht mehr. Auch wenn wir unten sitzen, kann unsere Rücken schon nicht mehr. Wir sind die Straße hier. Ist katastrophal. Und wir fahren gleich auch durch Dschungel. Das heißt, diesen Bereich ist schon teils Dschungel, aber wo keine Menschen sind. Und da sind wir gestern Abend auch hier durchgefahren und das war auch gefährlich, weil dort gibt es wilde Tiere wie Elefanten, wilde Elefanten, Löwen, Tiger etc. Und die haben uns abgeraten, wenn man, jetzt kommt, wenn man auf Toilette möchte oder so, gibt es nicht. Die haben gesagt, wir müssen diesen Weg, das waren so 10, 15 Kilometer, muss man im Auto sitzen bleiben, darf man nicht aus dem Auto rausgehen, weil das wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Hey, Dogo! Dieses Projekt, diese Nähmaschinenkurse, die Dame hat bis zur 8. Klasse, ist sie zur Schule gegangen, sie hatte nicht die Möglichkeit weiterzumachen, dann hat sie mit diesem Nähkurs angefangen, macht das jetzt schon fast 2 Jahre und demnächst kann sie sogar Examen dafür bekommen und ist dann anerkannte Näherin, womit dann ihre Lohn, ihre Lebensunterhalt selbst verdienen kann und das ist wieder diese typische, die Leute das Fischen beibringen und nicht immer Fisch geben, isst mal. Fisch geben, isst mal. Wie lange soll man die Leute mit Lebensmitteln versorgen? Die sollen lernen, selbst ihre Lebensmittel zu versorgen. Das soll ein Rad werden, was sich dreht. Und dann kommt man nie wieder nicht auf die Idee, um nach Ausland zu reisen. Was macht man? Man bleibt in sein eigenes Land, weil man sein Geld verdienen kann. Das ist Entwicklungshilfe, Leute. Das nennt sich Wiederverwertung. Wir benutzen Reissäcke oder Mehlsäcke oder weiteres und machen daraus Kleider. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Er sagt, es gibt eine Schlange, die soll aufpassen. Ne? Kann sein, nicht drauf treten, ne? Wie ihr sehen könnt, nutzt diese Frau das Wasser, damit kochen die und damit essen die. Damit waschen ihre Kleider, wie ihr hier sehen könnt. Die waschen die Kleider und trocknen die hier. Das ist so der Zustand, wie die Kleider halt hinhängen und waschen die und trocknen. Und dieses Wasser, was ihr jetzt gesehen habt. Hier war mal ein Brunnen, der ist ausgetrocknet. Da kommt noch ein bisschen Wasser von unten hoch. Teilweise trinken die auch davon, ne? Hm.
Alhamdulillah. Wasser ist ein großes Problem. Wasser ist ein ganz, ganz großes Problem. Viele Länder, nicht nur Afrika, die freuen sich, die denken, was haben wir für Verrückte hier? Der ist komplett verrückt. Okay. Ihr seht, hier sind mehrere Fässer. Hier leben einige, die machen diese Fässer voll. Und unter anderem, die trinken diese Wasser. Ein Look, give me. So Leute, im Auto ist uns zu langweilig. Wir brauchen ein bisschen Action und frischere Luft draußen. Oh, mein Herz. Oh, nicht, dass es kippt hier. Ja, Bruder, ich geh runter. Kommst du runter, Keller? Nee, bleib hier. Aber der seit Tagen schon bei uns ist, der ist müde. Er hat uns überall hingebracht. Relaxing. Er hat uns überall hingebracht, wo wir wollten. Ohne Wenn und Aber. Und die Autofahrt hier ist nicht wie in Deutschland. Das ist echt schwer hier. Wir haben schon heftige Straßen hinter uns. Und werden wir auch in Dokumentation euch zeigen. شكرا كفايه شكرا ليك.